bitte wissen, wer heute in der Jury sitzt. Stellt ihr euch mal kurz vor. Ich bin der Ralf Dombeiner, bin 47 Jahre alt und freue mich hier zu sein. Super schön. Ja, guck mal, sogar mit Alter. Dein Alter musst du nicht verraten. Frauen sind ausgeschlossen. Nein, das habe ich doch nicht. Ich bin Lisette Murger von Herzenskultur aus der Brücken und freue mich auch hier zu sein. Ich bin die Lisette Murger und ich bin 18 Jahre alt. Du hast dein Alter gesagt, du bist nicht unser Nesthähnchen. Wenn mit 18 Jahren. Wenn man dreimal 18 ist, dann sagt man es nicht mehr. Ich bin Elias Konstanz und der erste schon da habe ich schon vorgestellt. Ich bin immer noch 31, nicht älter geworden. Ja, freue mich auch. Ja, du bist nicht älter geworden auf der Tattoo Expo. Da wird man auf jeden Fall älter hier. So, und jetzt rufen wir die Nummer 1 zu uns. Wer hat die Nummer 1 auf seinem Zettel stehen? Ah, guck mal, das ist unsere Ameter. So, nicht wundern, dass unser jüngster Juror, der bewertet alle gut. Ja. Es geht um ihren Rücken bei Marie, der Nummer 2. Lenny, nach Lenny Kilmister oder nach welchem Lenny genannt? Nein. Lennox, ach cooler Name, Lennox. So, und kriegt sie das hier mit dem Kleinen hin, das müssen wir hier, der lässt die Mama nicht los. Gerne. So, die Wade ist jetzt auch schon mal im Bild. Ihr seid nicht durcheinander gekommen mit den Zahlen. So, was ist da hinten die letzte Zahl? Die Nummer 8. Wo ist dann die Nummer 9? Ja, die haben sich nicht gemeldet, ne? Warum stehst du? Welcher Oberarm? Ah. Eine Muschel, jetzt erkenne ich sie. Aber jetzt erkenne ich die Muschel. So, seid ihr soweit? Dann kommt jetzt Sarah Muschel zu uns. Die heißt Anja zu Lisa. Wenn, was nicht. So, Lisa, mit der Nummer 7, 007, in geheimer Mission hier. Ja, Danny von Bord, ihr linkes Bein hat gestern großes Wohlwollen bei euch ausgelöst. Mit der Nummer 8. Das ist komplett egal, oder? Zur Bühne kommen, damit wir euch identifizieren können. Ich glaube, das waren nur 4 Leute, so die ich erinnere, oder? Ja. Es, glaube ich, wieder eine gleiche Punktzahl gibt in einer Kategorie rund um Platz 3 und 2 oder 1. Wir wissen es noch nicht. Mal genau nachgeguckt werden, weil es die gleiche Punktzahlen gibt. So, und damit steht der Platz 3 in der Kategorie Best of Dot Work fest. Es ist Jenny von Bord. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt muss ich dann den dritten Platz hier vorne wegziehen. Und dein Tätowierer ist jetzt zufälligerweise da, dann rufen wir ihn wieder auf die Bühne. Wie heißt er? Michelle, bitte auch nochmal zu uns auf die Bühne kommen, dann können wir dich auch mitfeiern. So, dann könnt ihr beide mal hier hochhalten. Das sind die Gewinner
auf Platz 3 in der Kategorie Best Dot Work. Guck mal, jetzt gibt's nochmal das dazugehörige Tattoo. Wow. Könnte man sagen, es ist arschgut geworden. Platz 2 verkünden in der Kategorie und ich sage herzlichen Glückwunsch an Justina Schirro. Das ist Platz 2 in der Kategorie Best Dot Work. Ist dein Tätowiererin auch da, wo? Pascal, komm mit auf die Bühne, wir wollen dich auch ehren für deine tolle Arbeit. Pascal, herzlichen Glückwunsch. Guck mal, so sehen Gewinner aus und so. Ach, der kleine Johnny hat noch was. Ah, guck mal, den hätten wir beinahe vergessen, stimmt. Ja, dann Dankeschön und damit werden wir jetzt die oder den Gewinner hier küren. Und the winner is Lisa! Herzlichen Glückwunsch! Lisa, du hast den ersten Platz in der Kategorie Best Dot Work. Und wo ist dein Tätowierer, Tätowiererin? Komm bitte nach vorne! Pass auf, guck mal, du brauchst gar nicht so weit zu laufen. Wenn die anderen Treppe nehmen können. Ja. Ja. Guck mal, du bist derjenige, der dieses tolle Tattoo geschaffen hat und gemeinsam sind sie unsere Gewinner in der Kategorie Best Dot Work. Nochmal Applaus! Das sind die Gewinner! So, es sieht innig aus, ja.